Ja, hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück bei GTA 5 Let's Pimp My Ride. Ja Leute, mir ist aufgefallen, dass euch diese Folgen hier so wirklich gut gefallen haben, dass ich ja eigentlich eine zweite Aufnahmesession machen muss. Aber es wird jetzt hier so einiges anders laufen dieses Mal, because ich habe hier jetzt zwar nochmal hier zwei wunderschöne, wunderhübsche Karren drin stehen, hier einmal zu meiner linken Seite Lamborghini Murcielago, einmal zur rechten Seite, den ihr ja schon kennt, glaube ich, den R8. Nur ich bin der Meinung, dass man halt diese Sportwagen jetzt nicht mehr so gut tunen kann, weil, ja, die sind halt einfach schon so krass. Und ich bin jetzt mal auf der Suche eigentlich nach Limousinen und da hier direkt so ein A6 oder A... Nee, es soll, glaube ich, schon ein A6 sein. Für ein A8 ist der doch noch ein bisschen zu klein. Habe ich mir gedacht, ja, dann kannst du ja eigentlich auch den hier direkt nehmen, der hier vor deiner Tür steht. Der hat auch schon irgendwie so ein bisschen neuen Auspuff, unten hier so ein Diffusor dran geklatscht, ein paar, ja, billige Dollarfelgen oder so. Und, deswegen habe ich mir gedacht, ja komm, steigst du hier jetzt einfach mal ein und machst mal eine Tuning-Serie über Sportwagen. So, ich, weil mich auch einer gefragt hat, ich werde jetzt mal hier ein bisschen chilligere Mucke nehmen, dass ich das Radio nicht ein bisschen lauter machen kann. Ja, Leute, das geht leider nicht, weil sonst kriege ich Probleme mit einer gewissen Firma und diese Probleme will ich halt einfach nicht haben. Und ja, deswegen gehen wir jetzt einfach mal auf die Karte und werden uns natürlich wieder den nächsten Tuning-Shop hier raussuchen und das ist ja der hier direkt. Also können wir ja hier direkt eine Spritztour hinmachen. Wie gesagt, ich versuche jetzt natürlich nicht, mein Auto hier irgendwie zu schrotten. Mal gucken, ob das funktioniert. Was auch noch sehr interessant wäre, wäre so Geländewagen zu tunen. Ob das überhaupt irgendwie geht, das würde mich dann auch mal auf jeden Fall interessieren. So, aber die Karre geht auch schon gut ab hier. Schauen wir mal, ob wir da überhaupt noch was machen können. Und wie gesagt, ich werde mich jetzt darauf beschränken, auch die Optik nur zu tunen. Weil die Leistung, ja komm, die Leistung brauchen wir nicht tunen. Und es ist jetzt natürlich auch noch eine andere Sache, ob ich überhaupt Geld habe hier mit dem Charakter. Aber ich habe, glaube ich, letztens einen Überfall gemacht. Und eigentlich sollte ich da jetzt genug Geld haben. Ach nee, das ist auch wieder ein Geländewagen. So, da müssen wir, glaube ich, mal hier reinfahren. Ist auch sehr lustig, diese Dollarreifen, ey. Oder Dollarfelgen sind es ja eher. So, hier out geradeaus Los Santos Customs. So, schauen wir mal. Was wir jetzt hier mit dieser Karre so anstellen können. Okay, also fangen wir mal wieder mit den Stoßstangen an. Und da ihr seht es schon, ich habe jetzt ein bisschen weiter gespielt. Und da kann man jetzt natürlich noch einiges mehr machen. Carbon-Heck-Diffusor. Ah ja, das war der dran installiert ist. Aber das, ich finde, das sieht jetzt nicht so geil aus. Ich sehe da kaum Unterschiede, ey. So, nee, aber wir gehen jetzt erstmal nach vorne. Und da würde ich sagen, dass wir mal hier so eine richtige protzige Karre bauen werden. Ja, ich habe 456.000 Dollar, sage ich jetzt mal. Das sollte reichen auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ich hier so eine Lippe nehmen soll oder ob ich hier so eine fette... Ja, komm, wir nehmen die fette hier. Die kaufen wir auf jeden Fall mal. Und dann hinten. Serie ist ja irgendwie scheiße. Ich glaube, ich nehme. Ja, das hat der dran. Nee, das gefällt mir nicht so. Ich glaube, ich nehme nur. Nehme einfach nur klar. Einfach dezent nehme ich das hier. So. Dann Motorauspuff. Genau. So, was können wir denn hier so Geiles nehmen? Titan-Doppelauspuffrohr. Ich glaube, wir nehmen hier so ein so fettes Teil hier. Wir müssen ja hier richtig protzen, ne? Also, Kotflügel. Ah, okay. Da müssen wir mal hier so ein bisschen hingehen, sodass wir überhaupt sehen, was sich da verändert. Ein Chrom-Kotflügel. Ja, hey, komm, wir brauchen Protz, Alter. Wir brauchen Protz. Kühlergrill. Chrom. Sportkühlergrill. Ah, passt aber nicht so wirklich. Ich glaube, ich nehme... Ich glaube, ich nehme den hier. Der sieht ganz gut aus. So, oder schwarzer Kühlergrill. Der gefällt mir fast noch besser. Nehmen wir den. So.
Gehen wir wieder zurück. Motorhaube. Doppeleinlass hat er bereits installiert. Hochleistungsmotorhaube. Okay. Ja, das... Jawoll! Ah, das sieht eher aus wie so ein Muscle Car dann. Und das soll es ja eigentlich nicht. Deswegen würde ich sagen, wir nehmen die hier. So. Eine Hupe brauchen wir nicht. Scheinwerfer. Xenon hat er schon. Alles klar. Nummernschild brauchen wir nicht. Lackierung. Primärfarbe. Sollen wir mal hier so matt schwarz nehmen? Oi da. Das sieht ja mal hardcore aus. Ja, in weiß und schwarz. Sieht eigentlich recht geil aus, ne? Eisweiß. Ja, das sieht schon mal recht gut aus. Das kaufe ich. Und die Sekundärfarbe schwarz passt eigentlich. Ich weiß noch nicht, ob ich das hier irgendwie Metallic nehmen soll. Ach, das ist, hat er schon. Okay. Dann passt es ja soweit. So, Dach können wir auch noch was nehmen. Ein Carbondach oder so ein behinderter Gepäckträger, was natürlich richtig kacke aussieht. Wir nehmen natürlich das Carbondach. Keine Frage. Seitenverkleidung gibt es auch noch. Okay, Straßen, tiefe Seitenverkleidung, Tuning. Tuning? Naja. Ich glaube, da sieht der Sport hier schon recht geil aus. Spoiler! Hey, also da brauchen wir jetzt natürlich was richtig Fettes. So ein Carbonflügel? Nehmen wir den oder nehmen wir... Ja, wir nehmen den hier lieber. So ein Hund-Spoiler, der muss dabei sein. Federung. Okay. Wettkampffederung natürlich. Wir müssen uns ganz tief legen. Getriebe brauchen wir nicht. Turbo brauchen wir nicht. Felgen, genau. Felgentyp. Nee, wir brauchen Luxus. Oida, das sind natürlich... Sind natürlich richtig geile Felgen dabei. Ich glaube, die hier würden ganz taugen. Aber ich würde die gerne... die Felgenfarbe, genau, würde ich gerne in weiß nehmen. So sieht das geil aus. Und Reifenzubehör, was gibt's da noch? Tuningreifen. Oi, da, Schwede. Alter Schwede. Schusssichere Reifen. Weißer Reifenqualm. Okay. Schwarzer, blauer. Aber, ey, das sieht ja schon mal richtig hier geil aus. So, Tuningreifen. Zack. So, Fenster gibt es natürlich ja auch noch. Dunkles Rauchglas. Aber wir nehmen natürlich hier die Limousine, ne? Also, das muss sein. So, und das wär's dann jetzt hier eigentlich schon. Joa, der sieht doch mal richtig hardcore hammer geil aus, oder? Also, jetzt schauen wir mal. Den müssen wir auf jeden Fall mal wieder speichern. Und ich würde sagen, dann suchen wir uns mal die nächste Karre. Alter Schwede. Ja, dann speichern wir mal das kurz. Jawohl. Jetzt machen wir hier noch so schön Licht an. Nee. Nein, ich will nicht Radio aus. Ich will schon den weiterhören. So. Hier, so. Boah, alter Schwede. Jawolle. So, aber wir müssen uns jetzt mal kurz navigieren. Weil hier, er hat ja nämlich hier so eine coole Garage, ne? Da stellen wir das Auto jetzt mal ab. So. Alter, die Karre ist doch mal richtig geil. Also ich finde die... Alter, dann lauf. Ich finde die jetzt mal richtig Hammer. Und nur die Hupe hört sich gleich behindert an, aber egal. Die sieht ja mal... Also ich finde die Hammer geil. Hammer! Ja, wie gesagt, heute gibt es nur Limousinen-Tuning. Oida. Und dann könnten wir auch mal so Cabrio-Tuning noch machen. Wäre auf jeden Fall auch nochmal eine Möglichkeit. Ich glaube, hier können wir auch irgendwie reinfahren. Ja. Cabrio-Tuning könnten wir noch machen. Wir könnten, wie gesagt, so Geländetuning machen. Ach, verdammt, ich muss da runter. Und da komme ich so jetzt nicht hin. Na egal. Fahr mal hier einmal außen rum. Ja, muss ich sogar. Weil hier, du hast einfach in GTA 5 so viele Möglichkeiten, einfach deine Autos so zu tunen. Ist unglaublich. So, jetzt los! Geh zur, scheiß Schlampe, ey!
So. Jetzt müssen wir hier abbiegen. Dieses Fahrzeug kann nicht in dieser Garage eingelagert werden. Okay. Was stehen denn da noch so für Karren drin? Die ich auslagern könnte. Wieso kann ich denn das da nicht einlagern? Das ist doch voll vor die Ass. Da gibt's noch... Hä, was ist denn das für eine Karre hier, Alter? Okay. 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 Naja gut, dann müssen wir es halt jetzt eben schnell anders machen. Gehen wir mal wieder raus. Dann müssen wir mal schnell ein paar Autos umparken. Ja, gehört dazu, ne? So, dann steigen wir mal hier wieder rein. Ich glaube, ich weiß, warum ich das nicht einlagern kann. Weil das Auto immer da steht. Dieser Audi. Weil das irgendwie sein Auto ist. Hallo, wir brauchen hier mal bitte wieder Licht. Danke. Ach, ich kenne hier keine Fernlicht. Okay. Ja gut, aber ich denke, von seinem Haus sollten wir jetzt nicht so weit entfernt sein. Nein, sind wir nicht. Überhaupt nicht. Genau. Einmal nur die Straße entlang. Wow. Ich will ja hier keinen umfahren. So. Ja, du läufst auch hier einfach über die Straße, oder wie schaut's aus? So, hier steht einer quer in der Straße. So, der hat gerade ausgeparkt. So. Wie gesagt, ich habe halt jetzt vor, die eine Garage hier ein bisschen zu räumen. Also da, wo jetzt der R8 und der Lamborghini drin steht. Und den reinzustellen und den anderen einfach in die andere Garage zu fahren. So. Kann ich mal bitte? Danke. So, ich muss jetzt hier irgendwie rein. Hier, glaube ich. So, da geht die Tür hier auf. Dann würde ich sagen, stellen wir das Auto erstmal hier hin. Uiuiui, das war knapp mit der Tür. Dann gehen wir hier rein. Nehmen uns den R8. Anyone home? Nee, keiner da oben. So, stellen den uns hier so halber ins Blumenbeet rein. Nehmen jetzt wieder den A6. Uiuiuiui. So, müssen jetzt hier irgendwie behindert drehen. Schauen wir mal. Oh, ich glaube, das geht nicht gut. Das geht so nicht gut. Ja, das ist hier. Ganz hier. Ja, brauchst du hier Fahrerskills vom anderen Stern. So. So, Garage, geh mal auf, danke. Uiuiuiui. So. Wie viel Platz haben wir hinten noch? Ah, geht noch was. So. Dann steht der jetzt auch drin. Und jetzt gehen wir hier zu der Karre hier. Und wehe, die Karre ist weg dann. So. So, der hat wieder, ich glaube, einen anderen Radiosender. Nehmen wir den. Ne, das war der gleiche. So, wenn es mich jetzt nicht recht getäuscht hat, einfach die Straße hier lang. Dann kommen wir zu unserer Garage. Braucht nur eine kleine Ecke, oder soll ich den auch mal tunen? Nein, ich habe gesagt, wir tunen heute nur Limousinen. Das heißt, wir tunen auch nur Limousinen. Ja, muss mich hier streng an meine Regeln, die ich selber aufgestellt habe, halten. Nein, jetzt habe ich ihn gerammt. Verdammt. Damn it. Na egal. Wird schon gut gehen. So, jetzt hoffen wir mal, dass wir die Karre hier auf jeden Fall reinstellen können. Was sucht diese scheiß Karre hier, Mann? Oh, verdammt. Uiuiuiui. Naja, egal. Dann hätten wir das jetzt mal zumindest. Müssten nur schnell so ein paar Autos umparken und so, ne? Joa. So, dann habe ich auf jeden Fall noch ein, ja, okay. Gehen wir mal wieder raus. Hier ist die Tür. So. Ne, auf jeden Fall, habe ich jetzt noch auf dem Schirm, es gibt so eine Art BMW und es gibt auch noch so eine Art Mercedes.
die ich auf jeden Fall, oder die man auf jeden Fall tunen kann. Ja, jetzt ist der Geländewagen weg, weißt du, jetzt wollte ich mir den gerade schnappen. Aber ich denke, das werden wir erst in der nächsten Folge sehen, wo ich mir dann wieder ein Auto suche, ne? Also Leute, bis gleich. Mal gemacht, und eigentlich sollte ich da jetzt genug Geld haben. Ach nee, das ist auch wieder ein Geländewagen. So, da müssen wir, glaube ich, mal hier reinfahren. Ist auch sehr lustig, diese Dollarreifen, ey. Oder Dollarfelgen sind es ja eher. So, hier out geradeaus, Los Santos Customs. So, schauen wir mal. Was wir jetzt hier mit dieser Karre so anstellen können. Okay, also fangen wir mal wieder mit den Stoßstangen an. Und da, ihr seht es schon, ich habe jetzt ein bisschen weiter gespielt und ja, da kann man jetzt natürlich noch einiges mehr machen. Carbon-Heck-Diffusor. Ah ja, das war der, der dran installiert ist. Aber das, ich finde, das sieht jetzt nicht so geil aus. Ich sehe da kaum Unterschiede, ey. So, nee, aber wir gehen jetzt erstmal nach vorne. Und da würde ich sagen, dass wir mal hier so eine richtige protzige Karre bauen werden. Ja, ich habe 456.000 Dollar, sage ich jetzt mal. Das sollte reichen auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ich hier so eine Lippe nehmen soll oder ob ich hier so eine fette... Ja, komm, wir nehmen die fette hier. Die kaufen wir auf jeden Fall mal. Und dann hinten... Serie ist ja irgendwie scheiße. Ich glaube, ich nehme... Ja, das hat der dran. Nee, das gefällt mir nicht so. Ich glaube, ich nehme nur... Nehme einfach nur... Einfach dezent nehme ich das hier. So. Dann Motorauspuff. Genau. So, was können wir denn hier so Geiles nehmen? Titan-Doppelauspuffrohr. Ja, ich glaube, wir nehmen hier so ein so fettes Teil hier. Wir müssen ja hier richtig protzen, ne? Also, Kotflügel. Ah, okay. Da müssen wir mal hier so ein bisschen hingehen, sodass wir überhaupt sehen, was sich da verändert. Ein Chrom-Kotflügel. Ja, hey, komm, wir brauchen Protz, Alter. Wir brauchen Protz. Kühlergrill. Chrom. Sportkühlergrill. Ah, passt aber nicht so wirklich. Ich glaube, ich nehme... Ich glaube, ich nehme den hier. Der sieht ganz gut aus. So, oder schwarzer Kühlergrill. Der fällt mir fast noch besser. Nehmen wir den. So. Gehen wir wieder zurück. Motorhaube. Doppeleinlass hat er bereits installiert. Hochleistungsmotorhaube. Okay. Ja, das... Jawoll! Aber das sieht eher aus wie so ein Muscle Car dann. Und das soll es ja eigentlich nicht. Deswegen würde ich sagen, wir nehmen die hier. So. Eine Hupe brauchen wir nicht. Scheinwerfer. Xenon hat er schon. Alles klar. Nummernschild brauchen wir nicht. Lackierung. Primärfarbe. Sollen wir mal hier so matt schwarz nehmen? Oida. Das sieht ja mal hardcore aus. Ja, in weiß und schwarz. Sieht eigentlich recht geil aus, ne? Eisweiß. Ja, das sieht schon mal recht gut aus. Das kaufe ich. Und die Sekundärfarbe schwarz passt eigentlich. Ich weiß noch nicht, ob ich das hier irgendwie... Metallic nehmen soll. Ach, das ist, hat er schon. Okay. Dann passt es ja soweit. So, Dach können wir auch noch was nehmen. Ein Carbondach oder so ein behinderter Gepäckträger, was natürlich richtig kacke aussieht. Wir nehmen natürlich das Carbondach. Keine Frage. Seitenverkleidung gibt es auch noch. Okay, Straßen, tiefe Seitenverkleidung, Tuning. Tuning? Naja. Ich glaube, da sieht der Sport hier schon recht geil aus. Spoiler! Hey, also da brauchen wir jetzt natürlich was richtig Fettes. So ein Carbonflügel? Nehmen wir den oder nehmen wir... Ja, wir nehmen den hier lieber. So ein hohen Spoiler, der muss dabei sein. Federung? Okay. Wettkampffederung natürlich. Wir müssen uns ganz tief legen. Getriebe brauchen wir nicht, Turbo brauchen wir nicht. Felgen, genau. Felgentyp? Ne, wir brauchen Luxus. Oida, das sind natürlich... Sind natürlich richtig geile Felgen dabei.
glaube, die hier würden ganz taugen. Aber ich würde die gerne, die Felgenfarbe genau würde ich gerne in weiß nehmen. So sieht das geil aus. Und Reifenzubehör, was gibt's da noch? Tuningreifen. Oi, da, Schwede. Alter Schwede. Schusssichere Reifen. Weißer Reifenqualm. Okay. Schwarzer, blauer. Aber, ey, das sieht ja schon mal richtig hier geil aus. So, Tuningreifen. Zack. So, Fenster gibt's natürlich ja auch noch. Dunkles Rauchglas. Aber wir nehmen natürlich hier die Limousine, ne? Also, das muss sein. So, und das wär's dann jetzt hier eigentlich schon. Joa, der sieht doch mal richtig hardcore hammer geil aus, oder? Also, jetzt schauen wir mal. Den müssen wir auf jeden Fall mal wieder speichern. Und ich würde sagen, dann suchen wir uns mal die nächste Karre. Alter Schwede. Ja, dann speichern wir mal das kurz. Jawohl. Jetzt machen wir hier noch so schön Licht an. Nee. Nein, ich will nicht Radio aus. Ich will schon den weiterhören. So. Hier, so. Boah, alter Schwede. Jawolle. So, aber wir müssen uns jetzt mal kurz navigieren. Weil hier, er hat ja nämlich hier so eine coole Garage, ne? Da stellen wir das Auto jetzt mal ab. So. Alter, die Karre ist doch mal richtig geil. Also ich finde die... Alter, dann lauf. Ich finde die jetzt mal richtig Hammer. Und nur die Hupe hört sich gleich behindert an, aber egal. Die sieht ja mal... Also ich finde die Hammer geil. Hammer! Ja, wie gesagt, heute gibt es nur Limousinen-Tuning. Und dann könnten wir auch mal so Cabrio-Tuning noch machen. Wäre auf jeden Fall auch noch mal eine Möglichkeit. Ich glaube, hier können wir auch irgendwie reinfahren. Ja. Cabrio-Tuning könnten wir noch machen. Wir könnten, wie gesagt, so Geländetuning machen. Ach, verdammt, ich muss da runter. Und da komme ich so jetzt nicht hin. Na egal. Fahr mal hier einmal außen rum. Ja, muss ich sogar. Weil hier, du hast einfach in GTA 5 so viele Möglichkeiten, einfach deine Autos so zu tunen. Das ist unglaublich. So, jetzt los! Geh zur Scheißschlampe, ey. So. Jetzt müssen wir hier abbiegen. Dieses Fahrzeug kann nicht in dieser Garage eingelagert werden. Okay. Was stehen denn da noch so für Karren drin? Was stehen denn da für Karren drin, die ich auslagern könnte? Wieso kann ich denn das da nicht einlagern? Das ist doch voll vor die Ass. Da gibt's noch... Hä, was ist denn das für eine Karre hier, Alter? Okay. 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 Naja, gut. Dann müssen wir es halt jetzt eben schnell anders machen. Gehen wir mal wieder raus. Dann müssen wir mal schnell ein paar Autos umparken. Ja, gehört dazu, ne? So, dann steigen wir mal hier wieder rein. Ich glaube, ich weiß, warum ich das nicht einlagern kann. Weil das Auto immer da steht. Dieser Audi. Weil das irgendwie sein Auto ist. Hallo, wir brauchen hier mal bitte wieder Licht. Okay. Ach, ich kenne hier keine Fernlicht. Okay. Ja gut, aber ich denke, von seinem Haus sollten wir jetzt nicht so weit entfernt sein. Nein, sind wir nicht. Überhaupt nicht. Genau. Einmal nur die Straße entlang. Wow. Ich will ja hier keinen umfahren. So. Ja, du läufst auch hier einfach über die Straße, oder wie schaut's aus? So, hier steht einer quer in der Straße. So, der hat gerade ausgeparkt. So. Wie gesagt, ich habe halt jetzt vor, die eine Garage hier ein bisschen zu räumen. Also da, wo jetzt der R8 und der Lamborghini drin steht. Und den reinzustellen und den anderen einfach in die andere Garage zu fahren. So. Kann ich mal bitte? Danke. So, ich muss jetzt hier irgendwie rein. Hier, glaube ich. So, da geht die Tür hier auf.
Dann würde ich sagen, stellen wir das Auto erstmal hier hin. Uiuiui, das war knapp mit der Tür. Dann gehen wir hier rein. Nehmen uns den R8. Anyone home? Nee, keiner da warm. So, stellen den uns hier so halber ins Blumenbeet rein. Nehmen jetzt wieder den A6. Uiuiuiui. So, müssen jetzt hier irgendwie behindern. Ja, hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück bei GTA 5 Let's Pimp My Ride. Ja Leute, mir ist aufgefallen, dass euch diese Folgen hier so wirklich gut gefallen haben, dass ich ja eigentlich eine zweite Aufnahmesession machen muss. Aber es wird jetzt hier so einiges anders laufen dieses Mal, because ich habe hier jetzt zwar nochmal hier zwei wunderschöne, wunderhübsche Karren drin stehen, hier einmal zu meiner linken Seite Lamborghini Murcielago, einmal zur rechten Seite, den ihr ja schon kennt, glaube ich, den R8. Nur ich bin der Meinung, dass man halt diese Sportwagen jetzt nicht mehr so gut tunen kann, weil, ja, die sind halt einfach schon so krass. Und, ich bin jetzt mal auf der Suche eigentlich nach Limousinen und da hier direkt so ein A6 oder A... Nee, es soll, glaube ich, schon ein A6 sein. Für ein A8 ist der doch noch ein bisschen zu klein. Habe ich mir gedacht, ja, dann kannst du ja eigentlich auch den hier direkt nehmen, der hier vor deiner Tür steht. Der hat auch schon irgendwie so ein bisschen neuen Auspuff, unten hier so ein Diffusor dran geklatscht, ein paar, ja, billige Dollarfelgen oder so. Und, deswegen habe ich mir gedacht, ja komm, steigst du hier jetzt einfach mal ein und machst mal eine Tuning-Serie über Sportwagen. So, weil mich auch einer gefragt hat, ich werde jetzt mal hier ein bisschen chilligere Mucke nehmen, dass ich das Radio nicht ein bisschen lauter machen kann. Ja, Leute, das geht leider nicht, weil sonst kriege ich Probleme mit einer gewissen Firma und diese Probleme will ich halt einfach nicht haben. Und ja, deswegen gehen wir jetzt einfach mal auf die Karte und werden uns natürlich wieder den nächsten Tuning-Shop hier raussuchen und das ist ja der hier direkt. Also können wir ja hier direkt eine Spritztour hinmachen. Wie gesagt, ich versuche jetzt natürlich nicht, mein Auto hier irgendwie zu schrotten. Mal gucken, ob das funktioniert. Was auch noch sehr interessant wäre, wäre so Geländewagen zu tunen. Ob das überhaupt irgendwie geht, das würde mich dann auch mal auf jeden Fall interessieren. So, aber die Karre geht auch schon gut ab hier. Schauen wir mal, ob wir da überhaupt noch was machen können. Und wie gesagt, ich werde mich jetzt darauf beschränken, auch die Optik nur zu tunen. Weil die Leistung, ja komm, die Leistung brauchen wir nicht tunen. Und es ist jetzt natürlich auch noch eine andere Sache, ob ich überhaupt Geld habe hier mit dem Charakter. Aber ich habe, glaube ich, letztens einen Überfall.